Das war das erste Spiel ohne Axel Borgmann, der jetzt ja verletzt ausfällt, lange Zeit. Sie haben seine Verletzung miterlebt, direkt auf dem Spielfeld, wissen auch, wie es ihm jetzt aktuell geht, sind gut befreundet mit ihm. Ja, wie sehr fehlt er? Ja, ich glaube, das haben mittlerweile alle gesagt, dass er auf dem Platz fehlt, in der Kabine fehlt. Kriegt man nicht so leicht kompensiert, egal wo, ob in der Kabine oder auf dem Platz. War unser bester Spieler, unser wichtigster Spieler. Tut auf jeden Fall erstmal noch weh. Ja, aber leider Gottes gehören Verletzungen dazu. Müssen wir halt irgendwie schauen, wie wir das lösen. Ja, aber ist halt leider manchmal so. So schwer ist es auch. Wie können Sie ihm als Kollege und Freund da auch beistehen in so einer Situation? Ja, man muss halt einfach für ihn da sein, helfen, wo es geht. Wird jetzt nicht so leicht mit Krücken nach der OP. Einfach helfen, da sein, wenn er ein offenes Ohr braucht, dann da sein. Ansonsten, ja, genauso viel Scheiße labern wie vorher, weil ich glaube, sich jetzt einzumurmeln und immer Trübsal zu blasen, bringt nichts.